Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. So, wir waren jetzt hier gerade hier oben. Hatten gerade mit den Minutemen gesprochen. Die haben uns gesagt, wir sollen einen Energiekern holen. Und hier an der Schau nochmal, Entschuldigung, dass ich letztes Mal 20 Minuten aufgenommen habe, statt mal eine halbe Stunde. Und ich musste dann plötzlich weg. Da war jemand an der Haustür. Hörst du mir zu? Und ja. Perfekt. Oh, wir haben eine Wackelprobe gefunden. Und unsere Wahrnehmung wurde dauerhaft um einen erhöht. Das ist schön. Hier noch ein Comic. Ja. Du hast eine Ausgabe von Holobahn gefunden. Enthält Holobahn Spiel Atomic Command. Achso. Na ja, gut. Okay. Das können wir mal spielen. Los. Aber nicht jetzt, das werden wir später spielen. Ich habe übrigens mir die Kompensations-App runtergeladen auf mein Handy, da ich das Template gerade verliehen habe. Und sehe die Map jetzt immer vor mir, das heißt, ich muss immer in die Map reinschauen, da ich das auch am Handy sehen kann. So, wir werden einfach mal mit den Menschen reden. Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Hörst du mir zu? Ja. Ma'am. Wen hat Darkmeat uns denn da gebracht? Er hat mich hierher geführt. Er ist ein dummer Köter. Er ist ein guter Hund. Er ist ein braver Hund. Und auch klug. Oh ja. Darkmeat findet Leute, die ihn brauchen. Und jetzt wird er bei dir bleiben. Ich habe es gesehen. Sag mir bitte, was du weißt. Ich fühle mich wie eine verrückte Alte auf. Das sind die Cats. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Seit meiner Kindheit. Mhm. Ich bin ganz Ohr. Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Oh, jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Tut mir leid, Kind, aber ich weiß es nicht. Das dritte Auge sieht nicht immer klar. Aber glaub mir, ein Raider ist es nicht. Oh. Aber jetzt bin ich müde. Und wenn ich mich nicht irre, hast du einen Auftrag zu erledigen. Ja, und wenn wir uns nicht irren, werden wir uns das nächste Mal lieber unsere Sachen anziehen, bevor wir mit dir reden. Also wir sollten ja mal runter gucken. In den Keller. Was ist eigentlich der Hund schon wieder? Hund? Da bist du ja. Komm doch mal schneller. Mal so langsam. Genau, also sind wir, müssen wir hier. Wir können aber auch einfach das Schloss knacken. Ich meine, wir können das mal so. Oh, erstmal gucken wir uns hier um. Bilder. So aus einer Ecke. Gut, wir können ja mal versuchen, das Minispiel hier zu schaffen. Manchmal schafft man es ja, manchmal nicht. Kind hat 2 Treffer. Also. Ah, gut, das war jetzt nicht schwierig. So, jetzt
Energiekern. Jetzt sollte doch irgendwie auch das Licht hier ausgehen. Oh, das kommen wir jetzt nicht nach. Dürfte es eigentlich nicht mehr. Ach, nein, hier war ja auch. Oh, die Musik hier kommt. Oh, hier ist noch was drin. Super cool. Phantom drin. Hey, Sturges. Versorg die Powerrüstung mit Strom, dann kannst du die Minigun tragen. Eine Gabel, eine Seife. So, da müssen wir rein. Hier werden wir nochmal speichern. Und es lädt. Die Zeit soll aus einem bestimmten Grund schneller vergehen. Wenn du Sitzmöbel benutzt, die niemand gehören, kannst du bis zu 24 Stunden warten. Stimpacks und 3 Red Ways sehe ich gerade. Und wir haben nur 7. Okay, wir sollten unbedingt dem Hund mal was geben. Hund? Hey. Wir handeln mal. Du kannst mal hier ein paar Impro-Pistolen halten. Rettiere wäre. Messer. Schon mal leichter. Kleidung. Das ist besser. So, besser. Model 2. Und jetzt haben wir auch 2 Stück sogar. Das ist besser. So, hier haben wir auch. Eingabetransfer. Fusionskammer haben wir 2 Stück. Hier oben! Boss!
kommen nur wenige vorbei. Das muss ich verstehen. Ein Bartender! Ich habe irgendwie Angst, da ohne zu springen, weil da kommt noch was Großes. Das ist kein Raider. Ich kann auf jeden Fall nochmal speichern. Habe ich doch gesehen. Schon wieder dieses andere Ding, Minigun aktivieren, wo ist das hin? Ich seh's nicht mehr. Mag dauern zu sprengen, ganz ehrlich. Sprengen das nochmal. Thank you.
So, wir haben es geschafft und das ohne zu sterben sogar. Aber wir haben auch ein bisschen passiv gekämpft, ne? Es von oben. Dann haben wir uns in dem Haus versteckt. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Jetzt würde ich gerne Kleidung. Anzug. Genau, dann ziehen wir, falls wir gleich noch reden müssen. Das war nicht. Wirklich erstaunlich. Ja, ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ja, das finde ich auch wirklich erstaunlich, muss ich sagen. Ich bin auf meiner Seite. Wir sind keine Freunde, beruht auf Gegenseitigkeit. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kap. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit, ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay, Gabi, ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Hast du mir Sachen gesehen? Deinem Herzen. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Ist mal müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, aber wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wirklich allemal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zukunft. Tja, dann gehen wir doch mal los. Wir schulden dir was. Da gibt's keinen Zweifel.
geht doch mal vor, damit ich auch mal rauskomme. Hey. Ja, egal, das machen wir normal. Das ist random Wiedergabe. Ich würde jetzt hier gern raus. Jetzt. Stärke ist jetzt plus 11, weil ich da drinnen bin. Charisma ist 4. Okay, das ist schlecht, muss ich ausstrahlen. Also ich kann aber auch trotzdem 300. So, 49. Nichts am Dorf, aber ich hab's dann gerade so gemacht, das hat nichts gesehen. Mal schnell zurück hier. Das hat den guten Kern hier auch noch reingepackt. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Da sind zu lang. Warte da hinten noch mal, das ist schnell Sachen wegbringen. Also ich habe auf jeden Fall 11 Stärke mit dem Anzug des Schlosses. Wie gesagt, ja. Da war auch der Chor sichere rechts. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Zumindest nicht am Anfang, wo wir kaum was haben. Kern wieder rausnehmen, so. Jetzt haben wir auch Charisma plus 8. Stärke nur 3. Da sind sie ja schon. Sauer zu nehmen.
Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Bis zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsgule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Bist du zufällig jemand, der mit deinem Baby begegnet? Scheiße. Tut mir leid. Ich bin unterwegs auf keine entführten Babys gestoßen, aber ich halte die Augen offen. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ja. Die Minutemen könnten jemanden wie dich gebrauchen. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Okay. So. Schlafen gehen. Und dann werden wir erstmal in der nächsten Folge wahrscheinlich mit Sturges reden, ein bisschen hier aufräumen. Ausgeruht. Juhu. Ich hätte gerne noch einen Mod, dass man essen muss auch. Trinken. Ja, ich habe eine Todeskralle erledigt. Billardkö. Impro-Pistole. Minigun nehmen wir jetzt erstmal nicht mehr. Die ist viel zu schwer. Vor Gewicht, die ist so schwer, ist ja auch nicht 27,4. Aber egal, Minigun weg. Aber der Speer nochmal, Schlagring weg. Ich werde auch die 44er auch nochmal wegpacken. Genau, jetzt werde ich nochmal die ganzen Hilfsmittel wegpacken. Obwohl, das kann ich auch dann flach machen. Dann sage ich nämlich an der Stelle mal wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und wenn nicht, dann nicht.